Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, an dem ich euch anhand dieser Aufgabe hier zeigen möchte, wie man hier Konturen anlegt und Fressbearbeitung zuweisen kann. Dazu braucht ihr dieses Aufgabenblatt, das packe ich mir mal gerade auf den nächsten Bildschirm und wir gucken zuerst mal gerade gemeinsam, dass wir die richtigen Programmeinstellungen haben, damit wir auch an allen Stellen, wo wir was zeichnen, zum gleichen Ergebnis kommen. Dazu einmal darauf achten bitte, der Nullpunkt ist bei mir oben rechts, das könnt ihr hier bei Ansicht einstellen, Anschlag hinten. Alle Häkchen sollten so aussehen wie bei mir hier. Ansonsten bei Extras und Programmeinstellungen, das sind die Einstellungen, mit denen ich gerade arbeite. In WoodWorp 6, das ist nicht die aktuell neueste Version. Hier zeige ich nochmal kurz die Häkchen. So sollte das eingestellt sein, damit es so ist wie bei mir hier. Als nächstes stellen wir die Werkstückmaße ein. Das können wir machen, indem wir hier auf Doppelklick draufgehen und bei Werkstück die Maße eingeben oder aber immer feiner das Ganze über die Variablen zu machen. Und nur, wenn ihr das so macht, dass hier LB und D oder LW und Z, dann müsst ihr halt eben umdenken. Aber bei mir ist es LB und D als Variable und dann halt die Werte 400, 350 und 19, wie in der Aufgabenstellung angegeben. Dann braucht ihr ein Aufmaß und einen Fertigteilvorsatz, wenn ihr das nachher fräsen wollt, je nachdem. Das schlage ich jetzt hier bei 10 und rechnerisch 5 vor. Alternativ könnt ihr das hier bei Aufmaß und Fertigteilvorsatz eingeben. Aufmaß ist einfach der Unterschied zwischen Rohteil und Fertigteil, Rohmaß und Fertigmaß. Und der Fertigteilversatz ist normalerweise die Hälfte, das ist einfach das, der Versatz, um das fertige Bauteil nachher von dem Anlagepunkt entfernt liegen wird, wenn alle Bearbeitungen stattgefunden haben. So, nun fangen wir an und zwar legen wir eine Kontur an, dazu gehen wir hier auf die Werkzeugpalette Konturen und legen einen Startpunkt an. Nur beim Startpunkt geben wir einen Startpunkt an, klingt logisch, sage ich aber, weil ansonsten bei allen anderen Konturelementen wir immer nur den Endpunkt eines Konturelementes angeben. Diesen Startpunkt, da habe ich jetzt drauf geklickt, der taucht direkt auch hier in der Konturenliste auf. Da muss ich jetzt eine Position angeben, dazu gucken wir kurz aufs Arbeitsblatt. Oben links ist der Punkt mit 60 bemaßt. Wir wollen ja hier anfangen, die 60 stimmen trotzdem, und zwar wird das in Y um 60 mm versetzt. Dazu klicke ich in das Feld rein, markiere vielleicht die 00, die da stehen, und gebe die 60 ein, drücke einmal die Enter, dann wandert der Punkt runter. Als nächstes brauchen wir einen Kreisbogen hier rüber, dazu haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich wähle jetzt hier das Bogenelement Bogen mit drei Punkten, da klicke ich einmal drauf und gebe dann die Endkoordinate dieses Kreisbogens an. Das wäre hier, also X, L, dann drücke ich die Tabulatortaste, um ins nächste Feld zu kommen, Y, auch 60, wie drüben, Tabulatortaste. Dann gebe ich hier bei X eben den Wert von dem zweiten Punkt drauf an. Ne? Das ist der Punkt hier, den soll dieser Kreisbogen auch tangieren. Das heißt, da gebe ich dann L durch 2 ein. Ich kann immer mit den Variablen rechnen. Und bei Y ist 0 schon ganz richtig. Das heißt, das ist der Kreisbogen. Da sind wir schon soweit fertig. Als nächstes geben wir eine Gerade mit Winkel an. Linie, Länge, Winkel heißt das dann. Länge der Linie haben wir nicht. Winkel haben wir. Da haben wir schon ein Problem. Jetzt sehe ich gerade, auf der rechten Seite haben wir doch die Länge davon. Das sind 230. Auch ansonsten hätten wir kein Problem, würden wir hinkriegen. Aber das ist so deutlich leichter. Länge der Linie, das ist mit 230 bemaßt. Ein Winkel von 15 Grad. Und jetzt müssen wir kurz aufpassen, denn wir sehen gerade hier eingestellt, das ist 0 Grad offenbar. Immer 9 Uhr ist 0 Grad. Das heißt, wir müssen jetzt runterklappen um 90 Grad und dann nochmal 15 Grad mehr, denn es bewegt sich immer gegen den Uhrzeigersinn hier. Das bedeutet, wir müssen hier keineswegs 15 Grad eingeben, sondern ich tippe es mal aus, 90 plus 15 Grad. Dann kriegen wir eben das gewünschte Ergebnis. Nur mit 15 wären wir dann irgendwo hier gelandet. Das ist dann auch schon wieder soweit fertig. Als nächstes machen wir erneut eine
Linie mit Endpunkt und diesmal bedienen wir uns eines weiteren Trickes. Und zwar geben wir bei x L ein, das ist noch nicht der Trick gewesen, drücken einmal Enter. Und bei y machen wir das so, dass wir da das Add-Zeichen angeben, ne? Und dann noch ein 0 dazu und dann ein 0 dazu. Wo ist es? Da ist die 0. Add 0 und dann bedeutet das einfach, bediene dich an dem Punkt, an dem du vorher auch warst in y. Ne? Also hier, bleibe hier und das hat auch wunderbar funktioniert, geht dann ganz außen. Die Verrundung machen wir nachher. Und jetzt können wir erstmal den großen Kreisbogen hier anlegen. Das, da ist so auf der Zeichnung ist der Radius angegeben, aber wir machen das wieder über die drei Punkte hier. Und zwar dieses Element hier wieder. Vorsicht an der Stelle vielleicht kurz, wenn zwischendurch das Konturelement irgendwo anders eingefügt wurde, zum Beispiel da, das ist falsch jetzt verschoben, ja. Ihr müsst immer darauf achten, ich ziehe das wieder zurück, ihr müsst darauf achten, dass dieser grüne Buntstift hier ist das aktive Konturelement, was ihr gerade bearbeitet. Und wenn ihr an einer anderen Stelle, beispielsweise hier, ein Konturelement einfügt, dann wird es, wenn ihr hier jetzt auf ein neues Konturelement klickt und der grüne Buntstift ist hier, dann wird das Konturelement dahinter eingefügt. Das heißt, bitte immer darauf achten, dass der grüne Buntstift hier, der kleine, immer an dem letzten Konturelement ist, beziehungsweise an dem Konturelement, hinter dem ihr ein neues Konturelement einfügen wollt. Zurück zum Kreisbogen. Ich gebe jetzt hier ein, dass x den x-Wert, den ich erreichen möchte, der ist hier, also 0, ganz richtig. Der y-Wert wäre dann, ist das b-60? Naja, wir machen es uns leicht und geben dort wieder add 0 ein. Das ist ja wieder das gleiche, add 0. Na, also soll den gleichen y-Wert erreichen, wie wir am Anfang des Konturelements hatten. Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt hier auf dem Kreisbogen, den wir angeben müssen. Das muss nicht der Mittelpunkt des Bogens sein. Und da geben wir als x einfach wie oben L halbe ein und als y geben wir b ein. Na klar, funktioniert wunderbar. So, und jetzt haben wir ein Problem haben wir nicht, aber wir wissen dieses Maß hier nicht. Ja? Jetzt könnte man das machen, dass man die Kontur spiegelt. Das wissen vielleicht auch schon einige, wie es geht, aber darum geht es hier jetzt gerade nicht. Ich möchte euch gerne zeigen, wie man eine Distanzmessung vornimmt. Das ist relativ einfach, aber auch also einfach gehalten. Dazu gehen wir einmal auf Ansicht und gehen hier auf Distanzmessung. Dann kann ich ein Element auswählen, das erste Element. Klicke zum Beispiel einmal hier hin. Und jetzt wähle ich das zweite Element aus und klicke dann zum Beispiel hier hin und bekomme dann dort eingegeben 59,5284. Das können wir uns einmal merken, 59,5284. Ich hoffe, das klappt jetzt, sonst muss ich kurz Pause machen, sonst wird es peinlich. 59,5284 und jetzt gebe ich hier ein, dass ich eine Gerade haben möchte mit einem Winkel und die ist eben 59,5284 lang und hat den Winkel 0, weil das ja immer 9 Uhr ist und damit haben wir diese Linie auch schon gezeichnet. Das geht auch anders, aber hier würde ich es gerade so machen. Nun müssen wir noch eine Linie zeichnen, die geht bis dorthin, bis da oben. Dazu klicke ich einfach auf Linie mit Endpunkt und gebe bei y noch das Maß, den Wert 60 ein. Und dann kommen wir wieder auf diesen Punkt hier genau drauf. Ihr könnt das natürlich auch über Länge mit Winkel machen. Da ist die Frage, wie genau habe ich die ganzen Sachen hier gezeichnet und ausgerechnet, ob wir dann wieder auch genau auf dem richtigen Punkt auskommen. Lieber hier mit absoluten Werten bitte rechnen. Dann kommen wir sicher zum richtigen Ergebnis. So, herzlichen Glückwunsch. Hiermit ist die Kontur fast fertig, fällt mir gerade auf. Wir brauchen noch diese kleinen Rundungen hier. Und jetzt kommt zu tragen, was ich gerade erzählte. Wir müssen nun bitte das Konturelement, nachdem die Rundung eingefügt werden soll, müssen wir einmal anwählen. Jetzt mache ich kurz darauf aufmerksam. Wir sehen, hier ist jetzt gerade diese Linie hier so grün dargestellt. Wenn ich jetzt mal den Kreisbogen hier zum Beispiel einmal anklicke, wird er blau. Und beim zweiten Mal anklicken oder doppelklicken, dann wird er grün. Das heißt, das ist das, was ich aktuell bearbeite. Jetzt ist es blau, ist nur vorausgewählt. Doppelklick, jetzt bearbeite ich das. Und so kann man sich dann mal hier durchklicken, um zu gucken, welches Konturelement ist eigentlich das, was hier dargestellt wird. Nun gehe ich auf die 1.3 hier und sehe, das ist das Konturelement, nachdem ich eine Verrundung einfügen möchte. Also muss ich das anwählen, doppelt draufklicken. Jetzt ist es grün. Jetzt würde
wenn ich ein Konturelement hinzufüge, das danach eingefügt, also an dieser Stelle hier. Das heißt, hier gehe ich hin, klicke jetzt einmal auf Runden und gebe dann dort einen passenden Radius ein. Das kann nicht b durch 2 sein, wäre vielleicht ein bisschen groß, sondern auf dem Arbeitsblatt ist das mit 10 bemaßt. Und dann wird diese Verrundung hier auch dargestellt. Als nächstes muss diese Verrundung an dieses Konturelement. Und jetzt sieht man, ich kann auch mit der Maus einfach hier draufklicken und bekomme dann hier vorgeschlagen, möchtest du die ganze Kontur Nummer 1 auswählen oder möchtest du das Konturelement 1 Doppelpunkt 5 auswählen? Wenn ich da draufklicke, dann, Vorsicht, bekomme ich es hier nur vorangewählt, also es wird so grau dargestellt und muss es jetzt nochmal doppelt anklicken, um dann hier wieder auf Verrunden klicken zu können, also auf Runden heißt es hier, und meinen richtigen Radius eingeben zu können. Kleiner Tipp, mit STRG Z gehe ich mal kurz zurück. Nochmal zurück. Ich kann nämlich auch die Verrundung von hier vor per Drag and Drop, also klicken, ziehen und hier loslassen, dahin kopieren, wenn ich dabei die STRG-Taste drücke. Also nochmal zum Mitschreiben, klicken, ziehen, STRG-Taste halten und dann die Maustaste loslassen. Dann wird eine Schnellkopie hinter diesem Konturelement hier erstellt und somit haben wir die Kontur fertig. So, jetzt herzlichen Glückwunsch, die Kontur ist fertig gezeichnet. Wir kommen nun zum Fräserzuweisen. Beim Fräserzuweisen ist es immer so, dass es eine große Rolle spielt, welchen Werkstoff wir eben haben und wie wir das Ganze dann fräsen können. Wir machen jetzt gerade einmal das Einfachste und sagen uns, das hier wäre Spanplatte und wir fräsen das demnach mit einem Diamantfräser. Also, wir gehen hin und weisen ein Werkzeug zu. Dazu gehen wir hier auf Fräsbearbeitung, auf Fräsen vertikal und können jetzt hier einen Startpunkt und einen Endpunkt anwählen. Da gehen wir einmal auf Startpunkt, wählen den Startpunkt unserer Kontur ein. Der Einfachheit halber jetzt einfach mal den ersten. Das heißt, er fräst jetzt hier so rum. Wir kriegen schon so eine kleine Vorschau. Können sogar hier uns diese Vorschau gleich einmal anzeigen lassen. Genau, Werkzeuganzeige. Und dann kann man sogar das so ein bisschen hier langlaufen lassen. Ne? Haben wir jetzt keine größere Erkenntnis draus eigentlich. Aber kann man halt machen, beziehungsweise, gut, das wäre unfair, wir können nochmal schauen, hier haben wir nämlich auch die Drehrichtung des Werkzeuges, dann sehen wir, ach schön, der fräst schön im Gegenlauf, ne? Da wird der Fräser nicht zu stark beansprucht und das Fräsergebnis wird beim schönen Diamantfräser auch gut sein, wo wir gerade davon sprechen, das müssen wir erstmal alles einstellen, also mache ich das hier nochmal kurz aus und wir gucken mal hier, was es noch weiter einzustellen gibt. Das hier ist die Richtung, in die er fräst, das machen wir nachher. Verlängerung an Start-Ende brauchen wir hierbei nicht. Anfahrmodus, das ist interessant, der fährt hier tangential an. Das heißt, wenn er hier anfängt zu fräsen, ich tue jetzt mal so, als wäre mein Heiligenschein hier der Fräser, wenn er hier anfängt zu fräsen, würde er von der Seite, also tangential, anfangen. So, gar nicht, Entschuldigung, tangential, also verlängernd von hier anfangen. Er würde so anfangen zu fräsen. Das ist wunderbar in Ordnung, das können wir also machen. Wenn wir hier auf der Seite rechts einstehen haben, dann fährt er halt auf der rechten Seite der Kontur, also in Fahrtrichtung rechts, sage ich immer. Wenn wir die Richtung umkehren würden hier, wird er halt andersrum fahren, also auf der anderen Seite. Machen wir aber nicht, hecke ich wieder hin. So, am Abfahrmodus ist das gleiche wie oben, da könnten wir alternativ auch noch seitlich oder senkrecht einstellen oder halt ohne Kontrolle. Aber tangential ist schon eigentlich immer ein ganz gutes eine ganz gute Sache. Fliegend an aus, lasse ich hier auch an. Und wir fräsen bis auf ein Z-Maß von, sagen wir mal, minus 2 mm. Wir erinnern uns, der Diamantfräser hat unten eine nach oben ziehende Klinge, also ins Material reinschneidend. Da wollen wir, dass die auch auf jeden Fall noch im Material ist und wir nicht zu tief sind. Abstand 0 ist gut und Werkzeugnummer, ganz wichtig, da gehen wir mal in unsere Werkzeugdatenbank, wenn wir die denn haben, und wählen dort einen Diamantfräser aus. Da haben wir hier die 151, das ist ein schöner Diamantfräser mit einem Radius von 25 mm. Gut, dann nehme ich lieber einen kleineren, ist jetzt vielleicht sowieso diesen hier, einen kleineren, damit ich da nachher diese Innenecken da nicht zu groß habe. Das wird sowieso ein bisschen groß. Dann kann ich unten nochmal gucken, wie schnell darf der denn fahren. Hier F10, das ist vielleicht auch ein bisschen langsam sogar noch. Aber gut, das können wir gleich ganz ausnutzen. Bestätigen wir mit OK
Und dann können wir hier den Vorschub auch noch auf schnell setzen. Wir machen mal nicht ganz Vollgas, sondern 8 Meter die Minute. Da muss man dann gucken, wie gut ist das Werkstück festgespannt und was kann die Maschine und so weiter. Apropos festspannen, das wird hier schwierig. Das ist eine rein theoretische Aufgabe. Da muss man gucken, wie das machbar ist. Also, das ist unsere Fräsbearbeitung für den Plattenwerkstoff. Spanplatte könnte man das definitiv so machen. So, als nächstes möchte ich aber noch zeigen, wie man das machen würde, zum Beispiel mit einem Wendeplattenfräser. Das wird ganz leicht nur abweichend. Ich würde hier alle Einstellungen eigentlich so lassen, außer müssen wir natürlich hier die entsprechende Werkzeugnummer, in meinem Fall die 200, eingeben. Ich würde sagen, dass der Vorschub dabei etwas langsamer sein muss. Sagen wir mal, wir gehen dabei auf 4 Meter die Minute. Und nun sagen wir, dass der Fräser sollte ungefähr, also bei Diamantfräsern und Schrubbfräsern ist das anders, aber ansonsten ungefähr sollten wir hier höchstens den Durchmesser auf einmal in der Dicke wegnehmen. Das heißt, wir dürfen nicht das ganze Material auf einmal wegnehmen, sondern wollen in zwei Zustellungen fahren. Dazu gehen wir hier auf den zweiten Reiter, stellen hier stufenweise Fräsen einstellen und sagen, Anzahl der Zustellungen sollen bitte 2 sein. Und als nächstes geben wir hier ein, an welcher Stelle in Z der Fräser beginnen soll zu fräsen. Ja? Also hier können wir jetzt zum Beispiel die Hälfte des Materials angeben. Ja? Also zum Beispiel D durch 2. Ganz große Vorsicht bitte hier walten lassen, wenn ihr hier mal irgendwann 3 oder 4 Zustellungen machen wollt und gebt dann hier ein D durch 4, dann bedeutet das nicht, dass er am Anfang ein Viertel des Materials wegnimmt, sondern dass er bei der ersten Zustellung alles bis auf ein Viertel des Materials wegnimmt. Ja? Schaut da mal kurz mit der F1-Taste in die Hilfe von Woodwop und guckt euch das hier an. Z-Start ist der Parameter, wird durch Z-Start ein Bezugswert in Z für die erste Zustellung des Werkzeuges definiert. Ja? Also in der ersten Zustellung würde er alles wegnehmen. Jetzt nimmt er in der ersten Zustellung alles weg, bis auf die halbe, also 9,5. Und in der nächsten Zustellung geht er dann bis auf den hier eingestellten Z-Maß. So, Vorschub 4 Meter die Minute, das ist gut so, haben wir gesagt. Voilà, fertig ist das Fräsen mit dem Wendeplattenfräser. Als nächstes wollen wir zumindest teilweise mal zeigen, wie man das Ganze mit in Massivholz fräsen würde. Das werde ich nicht komplett machen, das ist ein bisschen zeitaufwendiger und da möchte ich hier eure Aufmerksamkeit nicht überstrapazieren. Jetzt haben wir folgende Sache. Wir wollen mit dem Massivholz fräsen, wollen wir möglicherweise hier anfangen, an dieser Stelle und an dieser Stelle. Und das können wir nicht ganz so leicht machen. Ich gehe erstmal hin und werde das hier kurz wieder löschen, diese Fräsbearbeitung. Ich bearbeite erstmal diese Kontur hier noch weiter. Ja, wir hätten das auch anders anfangen können zu programmieren, aber jetzt möchte ich das nun mal eben kurz zeigen. Und zwar kann ich diese Kontur hier und hier splitten, damit wir immer schön so, ne, also Maserrichtung nehmen wir an, ist in diese Richtung hier natürlich, ne, sonst würde das ja ganz schnell brechen, wird auch nicht so schick aussehen. Also Maserrichtung ist von links nach rechts. Und hier wollen wir anfangen zu fräsen. Ich benutze nochmal den Heiligenschein, als wäre das ein Fräser. Da müssen wir hier ansetzen, möchten wir und da fahren. Und hier möchten wir da ansetzen und nach da fahren. Genauso wie wir hier möglicherweise so, nee, gar nicht, Entschuldigung, mit einem linksrum drehenden Fräser von dort hier so reinfahren wollen. Nein, eigentlich wollen wir hier sogar andersrum. Wir wollen dort rechtsrum nach da. Man sieht schon, da muss man sich ein kleines bisschen Gedanken drum machen. Deswegen werde ich hier jetzt nur diese beiden Konturzüge mal machen. Ansonsten dürft ihr euch gerne überlegen, wie denn immer schön die Fasern möglichst richtig abgefräst werden. Im Einzelnen kann man sich darüber streiten, inwiefern das bei jedem notwendig ist. Hier nur theoretisch, wie es geht. Also, zuerst splitten wir die Kontur. Wir gehen damit auf den Reiter der Konturen und wählen nun die Kontur aus, die gesplittet werden soll. Das ist dieser Kreisbogen. Ich klicke es mal kurz an, kann es hier anwählen. Welche Überraschung, es ist die erste Linie, der erste Kreisbogen. Das kann ich doppelt anklicken und nun kann ich ein neues Konturelement anlegen und zwar
in der Werkzeugpalette Konturen das Werkzeug Splitten. Da klicke ich einmal drauf und bekomme nun hier jede Menge Möglichkeiten. Wir sehen auch schon, was da passiert. Da ist so ein kleines weißes Kreuz entstanden. Und zwar hat das einen Abstand vom Vorgängerpunkt von 10 mm. Da wir nun den Punkt genau hier haben wollen, können wir sagen, wir geben eine entsprechende X-Position an. Die X-Position ist L durch 2. Ja, wir könnten auch eine Y-Position angeben, die wäre halt einfach 0. Das ist auch in Ordnung. Da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. So, und das Gleiche wollen wir, also jetzt haben wir diesen Split da und da können wir gleich eine Fräskontur auch beginnen. Das ist das, was wir haben wollten, also eigentlich schon fertig. Anschließend wollen wir aber auch noch, dass diese Kontur hier auch da gesplittet wird. Und die findige Zuhörerin hat es sich schon gedacht, wir können jetzt einfach das hier nehmen. Per Drag and Drop ziehen wir das gleich auf das Konturelement, was dieses hier ist. Dazu klicken wir mal kurz drauf, um zu sehen, was es ist. Aha, die 1,6, also dieser Kreisbogen. Jetzt nehmen wir uns das hier per Drag and Drop, klicken, ziehen, Maustaste ist noch fest. Ich wollte sagen, Steuerungstaste halten wir und lassen das hier los. Und jetzt haben wir das auch da eingefügt. Voilà, Kontur ist an beiden Stellen gesplittet. Wir können also nun wieder zu den Fräsbearbeitungen kommen. So, jetzt brauchen wir hier 4 Fräsbearbeitungen, und zwar einmal eine Fräsbearbeitung von da nach da mit einem rechtsrumdrehenden Schrubfräser und anschließend mit einem rechtsrumdrehenden Schlichtfräser hinterher. Dann hier mit einem linksrumdrehenden Schrubfräser, den habe ich mir eben noch virtuell angelegt, und anschließend mit einem linksrumdrehenden Schlichtfräser. Dafür gehen wir nun wieder auf die Werkzeugpalette Fräsen, wählen Fräsen vertikal, wählen als Startpunkt diesen Split. Vorsicht, die Kontur schließt sich automatisch. Und jetzt müssen wir angeben, dass der Endpunkt ein anderer sein soll als der Startpunkt, und zwar das Ende von dem Konturelement, was wir fräsen wollen. Das ist jetzt hier der Startpunkt von 1.3, also klicken wir das auch an. Einen Augenblick. Das ist gut, dass das passiert. Das ist ein häufiger Fehler wahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade gesagt, fräs mir vom Endpunkt von 1.2 an. Aber das Blöde ist, das ist halt nun mal hier. Deswegen nochmal von neuem. Ich sage Startpunkt, klicke auf den Pfeil. Endpunkt von Konturelement 1.1, weil das endet ja neuerdings an dieser Stelle hier. Das klicke ich an. Und dann den Endpunkt bitte auf das Ende von 1.2. Logischerweise ist das das Neue. Das heißt, jetzt haben wir das von dort nach dort einmal angelegt. Wir gehen kurz weiter im Text. Wir bleiben dabei, vorwärts zu fräsen. Tangential ist gut, rechts ist gut. Tangential fliegend ein aus. Z-Maß gehen wir hierbei auf minus 6, weil ich möchte, dass der schärfste Teil der Schneide noch auch an der Spitze, die Spitze ist häufig etwas stumpfer, deswegen soll die übers Material hinausstehen, sage ich so. Man muss natürlich sicher sein, dass da kein Sauger im Weg ist. Und wir fräsen aber mit einem Abstand von 1 mm, weil den Rest soll nachher der Schlichtfräser wegnehmen. Die Werkzeugnummer ist natürlich auf jeder Maschine anders. Bei uns ist es ein rechtsrumdrehender Schrubfräser D20, können wir da wunderbar nehmen. Das wäre der hier. Bestätigen das, und der kann einen ordentlichen Vorschub machen. Den können wir mal mit 8 Metern, wir haben 19 Material auf einmal, sagen wir mal 6 Meter müsste gehen, aber da schaut bitte nochmal, in welchem Zustand der Fräse auch einfach ist. Und jetzt würde er hier mit einem Abstand von 1 mm das eben dort lang fahren. Wenn wir sicher gehen wollen, dass es auch gut funktioniert, können wir hier eine Verlängerung an Start und am Ende machen. Und wir sehen eben, der verlängert die Kontur tangential. Ne, so. Das würde soweit gut funktionieren. Ich will jetzt nicht zu tief darauf eingehen. Wir machen direkt die nächste Bearbeitung. Und die sieht ja sehr ähnlich aus. Ja. Übrigens können wir mit dem Schrubfräser durchaus 19 mm Material in einem Anlauf wegnehmen. Das ist kein Problem. Anschließend können wir diese Bearbeitung nun einfach duplizieren. Rechtsklick, duplizieren. Die wird auch direkt bearbeitet. Ne? Der grüne Punkt ist wichtig. Verhaspelt euch da nicht, denn ansonsten schlichtet ihr, bevor ihr fräst. Im Zweifelsfall kann man das hier auch mal einfach umbenennen. Das mache ich einmal hier kurz.
Schrupp. So, den Rest überlasse ich jetzt bei euch. Fräsen vertikal hier nochmal, das soll die Schlichtbearbeitung sein. Dort ändere ich eigentlich nur den Abstand, 0. Der Vorschub kann dort natürlich jetzt doch schneller sein, weil wir nur 1 mm wegnehmen. Und natürlich muss die Werkzeugnummer geändert werden. Das ist in dem Fall vielleicht auch ein dicker Schlichtfräser, den wir da haben. Können wir mit OK bestätigen. Ohne Abstand, gleiches Z-Maß, vielleicht verlängert. Und dann ist das hier schön gefräst. Die Verlängerung am Start hier sehe ich gerade, ist eigentlich gar nicht so sinnvoll, weil hier fräsen wir wieder ein Stückchen gegen die Faser, aber das sind wirklich Feinheiten. Da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr sagen, dass da eins richtig oder falsch wäre. So, wir machen jetzt nochmal etwas anderes, und zwar wollen wir nun ja auf der anderen Seite hier lang fräsen, und dabei müssen wir jetzt beachten, dass wir in die richtige Richtung fräsen. Die beiden schalte ich mal kurz aus, damit die uns dann nicht stören. Und wir legen eine neue Fräsbearbeitung wieder an. Der Startpunkt soll dieser hier sein, also das Ende von Konturelement 1.1. So, das mache ich einfach erstmal. Obwohl, nein, ich noch kurz theoretisch durchgehen. Das Ende soll sein, das Ende von Konturelement 1. was auch immer. Ende hier, ne, die letzte Linie. Oder aber halt der Startpunkt, das geht auch. Also Startpunkt. Ende von Konturelement 1.1. Ne? Der schließt die Fräsbearbeitung auch direkt, das wollen wir hierbei aber nicht machen. Endpunkt soll sein der Startpunkt 1.0. So, es sieht komisch aus, aber es ist eigentlich richtig. Wir wollen von da nach da fräsen. Der Computer, mein Lehrer da in dem Fach sagte früher immer, der Blechtrottel macht halt, was wir sagen, von da nach da. Jetzt wollen wir aber, dass er das nicht vorwärts fräst, so wie wir es programmiert haben, sondern eben rückwärts fräst. Und dann nehmen wir dieses Häkchen hier weg und er fräst den gewünschten Pfad. Aber halt, ne, wie der Blechtrottel so ist, macht er das auch so, wie wir es ihm gesagt haben. Und zwar auf der rechten Seite. Deswegen hier müssen wir noch einmal links einstellen. Und im Folgenden eben noch den Abstand für den Schrubbfräser. Ne? Werkzeugnummer. Hier müssen wir noch auswählen, da habe ich jetzt meinen, den habt ihr vielleicht noch nicht. Schrubbfräse habe ich mir mal angelegt, ne? Ansonsten könnt ihr es einfach freilassen oder halt das Ganze mit einem rechtsrumdrehenden Schrubbfräser fräsen. Das wird auch funktionieren vermutlich. Schrubbfräser 16 virtuell habe ich jetzt hier angegeben. Bestätige das, gebe dort einen entsprechenden Vorschub an und 1 mm Abstand. Das ist gut, wenn man möchte eine Verlängerung und so weiter. Anschließend kann ich diesen nun auch wieder duplizieren und dort den Abstand rausnehmen, das Werkzeug auswählen, ein Schlichtfräser, der eben links rum dreht, das ist wichtig hier, und das bestätige ich mit OK und gebe einen Vorschub an. Dann würde er das so fräsen. An den anderen Stellen könnt ihr euch jetzt gerne überlegen, wie müssen denn da die Fräsbearbeitung zugewiesen werden, damit das Ganze möglichst ausrissfrei und oberflächenschön funktioniert. An der Stelle hier möchte ich jetzt das einmal kurz erklären. Und zwar können wir dazu vielleicht auch dieses Werkzeug nochmal einblenden lassen hier. Und zwar an der Stelle hier. Fängt hier ein Fräser an, dreht sich in diese Richtung, wie wir sehen, fräst also schön alle Fasern in Faserrichtung ab. Mit einem Abstand von 1 mm macht er das. Dann kommt die nächste Fräsbearbeitung. Das ist ganz ähnlich, aber ohne Abstand mit einem Schlichtfräser, wieder rechtsrum drehend. Als nächstes kommt hier ein diesmal linksrum drehender Fräser. Schrubbfräser mit einem Abstand von auch 1 mm, das sieht man, wenn man was näher dran geht, fräst in diese Richtung hier, ein linksdrehender Fräser und anschließend ein Schlichtfräser, der fräst dann auch wieder linksrum drehend, hier entlang, kann man auch mal hier anschauen, ne, wie er das macht, so, fräst da so vorbei. So, eine Sache wollte ich noch der Vollständigkeit halber zeigen. Wir haben hier nämlich noch so eine Tasche und die könnte man ganz gut
mit einem hartmetallbestückten Fräser ausfräsen, würde ich sagen. Und zwar gehen wir dazu jetzt mal hier auf das Taschenwerkzeug, erstellen eine Tasche mit dem Nullpunkt, mit dem, wo der Mittelpunkt auf L halbe ist und das Y-Maß davon ist 40, weil 30 plus die Hälfte des, nee, Entschuldigung, 30 plus 20, weil 20 ist der Radius dieser Tasche, also sind das 50 mm dort und wir haben eine Länge von 40 mm, eine Breite von 40 mm und einen Eckradius von 20 mm. Voilà, fertig ist der Kreis hier. So, hier können wir jetzt eine Tiefe angeben. Die Tiefe gebe ich an in d plus 1. Das ist dann rechnerisch, sind das 20 mm. Ja? So, und jetzt müssen wir uns fragen, welche Zustelltiefe machen wir denn? Und das kommt jetzt stark davon an, ab darauf an, wie man welches Werkzeug wir benutzen. Und zwar gucken wir jetzt mal hier nach. Wir haben eine Tasche, also einen Radius von 20 mm. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, korrigiert mich da gerne in den Kommentaren, das würde mich freuen. Ich hätte ein bisschen Angst, dass wir, wenn wir da mit dem Schlichtfräser zum Beispiel rangehen oder einfach mit dem Wendeplattenfräser, der das ja machen könnte, weil wir haben einen Radius von 20 mm, dass wir dann, wenn der unten austaucht, das einfach komplett wegbricht bei Massivholz. Deswegen würde ich jetzt hingehen und sagen, wir nehmen einfach einen hartmetallbestückten Fräser mit einer Nennlänge 30, der kommt da gut durch, 5 mm Radius, weil der kann das Ganze dann ausräumen aus der Mitte weg. Und der Vorteil ist halt eben, dass der am Schluss von der Mitte nach außen an die Kontur dran fährt und somit wir eine große Chance haben, dass das da ausrissfrei bleibt. Ja? Ansonsten kann man natürlich mit der Verschleißplatte oder das Ganze nachträglich machen, wie auch immer. Das fände ich jetzt gerade eine gute Idee, da den hartmetallbestückten Fräse zu nehmen. Bitte kommentiert das sehr gerne, was ihr davon haltet und wie ihr es besser machen würdet oder wie ihr es anders machen würdet. So, also 160 ist bei mir hier der R5-Fräser und dann kann man eben gucken, was macht denn der R5-Fräser auf einmal in der Tiefe. Das Maximale, was ich dem jetzt zumuten würde, damit er auch eine Weile hält, wären dann vielleicht 4 mm auf einmal. Und dann können wir hier mal kurz schauen. Aha, 20 mm soll er insgesamt. Zustelltiefe sind 4, also der macht 5 Zustellungen a 4 mm. Hierbei was ganz anderes als Z-Start. Ne? Das kann man also machen und dann kann man hier die Zustellung in Prozent noch, wobei die lassen wir auf 80, ne, der fährt dann immer, wenn ich das mal ganz nah reinfahre, nehmen wir an, das hier wäre jetzt mein Fräser, das würde ja in etwa so aussehen, fängt er hier an und fräst sich langsam von innen nach außen durch und fräst dann am Ende hoffentlich schön diese Kontur hier. Besser wäre es, wobei wir haben einen 10 mm Fräser, ja, so fährt er ran und dann fährt er von innen an die Kontur außen ran und fräst dann dort hoffentlich sauber unten den letzten Millimeter nach außen durch und es bricht hoffentlich nichts aus. So, so viel von mir dazu. Ich würde mich über eure Meinung freuen, wenn ihr Sachen ganz anders macht. Und ansonsten viel Spaß beim Wiederholen und schreibt mich an, wenn irgendwas ist. Bis dahin, tschüss.